Ja, hallo meine Lieben. Heute geht es um Weihnachtskarten, Tauschpakete und ein kleines Unboxing, was dazwischen gemischt wurde, weil ich ein besonderes Paket bekommen habe. So, wir fangen an mit der Weihnachtskarte. Ich habe leider ein paar Aufnahmen, die nicht gut wurden. Daher muss ich jetzt improvisieren mit Fotos und so weiter. Dieser Nussknacker hat wunderschöne Farben. Ich habe ihn innerhalb von einer Dreiviertelstunde fertiggestellt. Bei den Karten sind immer Umschläge mit dabei, damit ihr die Karten auch versenden könnt, wenn ihr möchtet. Ihr könnt die Karten aber auch versiegeln und einrahmen. Das geht alles. Wunderschöne Karten mit schönen Steinen, wie ihr seht. Von innen natürlich auch sehr, sehr schön. Und dann machen wir jetzt weiter mit einem kleinen Tauschpaket, was ich von Brianna bekommen habe. Tut mir leid, dass ich etwas gebraucht habe, aber es kam einiges dazwischen, wie du weißt. Wir hatten ja E-Mail-Kontakt und daher sei mir bitte nicht böse, dass es etwas länger mit dem Video gedauert hat. Es ging nicht anders. Ein schöner Brief war dabei, ein Büchlein, wo ich meine Bilder reinschreiben kann, meine Fortschritte, ein Stickerheft. Ich liebe Sticker, wie ihr seht, an meiner Schreibtischwand. Und da hat Brianna mitgedacht und hat mir ein schönes Stickerheft zugeschickt. Damit hast du mir eine große Freude gemacht und ich danke dir von Herzen. Ganz, ganz lieben Dank, Brianna. Ich hoffe, du wirst dich über dein Paket auch freuen. Es hat auch ein bisschen Verzögerung gehabt, aber in den nächsten Tagen wirst du es erhalten. Die Stifte, die hier liegen, hat Brianna zum Beispiel selber beschmückt mit Gummis, mit Lumenband-Gummis. Und jetzt zeige ich euch erstmal das Buch, was ich schwer aufgekriegt habe mit einer Hand. Moment, so. Da hat sie mir ganz liebe Worte reingeschrieben. Mach mich voll. Kreativnotizplaner. Finde ich super. Tolle Idee. Man kann ihn nachfüllen. Man kann da an der Seite ein paar Sticker reinpacken oder irgendwie, was ich halt gerne reinpacken würde. Eine super tolle Idee, wie ich finde. Ich habe sowas noch nicht bei mir liegen. Von daher war es echt perfekt. Der persönliche Brief war super. Den werde ich jetzt hier nicht komplett zeigen. Der ist sehr persönlich und von daher zur Seite legen hier. Dann Gesichtsmasken zur Entspannung und diese Stifte. Einen Stift davon habe ich schon ausprobiert, die anderen liegen bei mir im Becher. Ich danke dir von Herzen, die sind echt süß. Richtig Regenbogenstifte. Selbst gemacht von Herzen finde ich toll. Ja, für manche sind es einfach nur Gummis, für mich ist es einfach selbst gemacht und ja, ich finde es toll. Ich danke dir dafür ganz dolle. Für die Gesichtsmasken bedanke ich mich auch sehr. Ich habe die schwarze schon ausgetestet. Genial, ja. Also, Gesichtsmasken kann man nie genug haben. Ich habe eine kleine Sammlung davon und diese hatte ich noch nicht und fand ich super. Ich danke dir für das tolle Paket und ich hoffe, du freust dich über dein Paket, was in den nächsten Tagen bei dir eintreffen wird. So, dann habe ich ein kleines Paket von Your Diamond Painting erhalten. Gestern frisch abgeholt bei GLS und wollte es direkt mit euch hier auspacken. Es ist ein besonderes Bild für mich, weil ich es aus Amerika schon bestellen wollte, aber die nicht nach Deutschland geliefert haben. Und ich mir daher gedacht habe, so, dann lasse ich es jetzt personalisieren. Und das kam dabei raus. Wir haben hier wieder schöne Sticker. Wie ihr gerade schon gehört habt, ich bin stickersüchtig. Ich sammle sie, ich klebe sie auf. Ich finde sie toll. Hier sind die Steinchen. Jede Menge Farben. Und hier kommt das große Bild. Wir haben hier 50 x 70 cm. Ich kann es jetzt nicht komplett ausbreiten und zeigen. Ich werde euch aber am Ende auf Fotos zeigen, wie das Bild komplett aussieht. Das ist Mother Knows Best. Daenerys Targaryen mit den drei Drachenbabys aus dem Feuer steigend. Als Zeichnung. Und ja, ich habe das Bild im Internet gesehen und ich wollte es haben. Und das schon seit 2 Monaten ungefähr. Und jetzt habe ich's. So, das Toolkit. Da gibt es eine Neuerung. Wir haben ein Wachsdöschen dabei. Ein weißes Schiffchen, eine gute Pinzette, eine sehr gute Pinzette. Und ein Pölsterchen für den Stift. Ich zeige euch jetzt erstmal die Sticker und dann werde ich das Bild und die Steinchen mal zeigen. So, ein Wolf, ein Pentagramm. Und Professional Fangirl. Ja, das ist genial. Das kommt an meinen Laptop. Und dann haben wir ein schönes Armband dabei. Das war vorher auch noch nie. Da danke ich euch sehr für. Dankeschön. Das ist echt süß. Und jetzt kommen wir zu dem Bild.
Erstmal alles zur Seite packen. Und ich entschuldige mich, dass ich hier vertonen musste. Aber es ging nicht anders. Weil die Tonaufnahme so ein bisschen Störungen hatte. Aber ich habe hier mein Bestes gegeben und dachte mir, gut, dann spreche ich halt drüber. Ist ja auch wurscht, man hört mich ja dann. Ja, das Bild glatt streichen und dann zeige ich euch jetzt mal die Farben auf der Leinwand. Wie ihr sehen könnt, es sind 50 Farben. Das ist schon eine Menge, das ist schon, ja, Ackerarbeit. Aber wenn man damit ein Ding macht, da muss man damit rechnen. Und bei solchen Bildern wie dieses hier, geht man das Risiko auch gerne ein. Schaut euch diesen Druck an, der ist super. Ich sehe hier keine Bläschen, höchstens mal ein paar Knicke von Transport. Die kriegt man aber gut raus, indem man das Papier stramm drauf drückt und das Bild aufhängt auf einem Kleiderbügel für Hosen mit so Klammern dran. Dann zeige ich euch mal die Farben in der Mitte. Hier seht ihr vom Feuer noch ein bisschen das Rot. Ihr seht die Hautfarben, ihr seht das Kleid. Zauberhaft. Wahnsinn. So, hier nochmal der Index. 50 Farben. Ihr habt den Index unten aufgedruckt und oben aufgedruckt, wenn ihr personalisieren lasst. Und hier zeige ich euch jetzt mal die Steine und die Liste. Die Liste ist super, die ist klein und zweiseitig. Also so eine Liste habe ich noch nie gesehen, die sind immer sonst ein großes Blatt und das war's. Aber das hier ist jetzt schön klein aufgeführt und auf zwei Seiten. Das finde ich echt toll. Mit dem Bild oben, mit einer Anleitung und dem Index. Die DMC-Nummern, die auf den Tüten stehen. Die Anzahl der Steinchen und der Tütchen, die man dafür braucht. Und das Symbol auf der Leinwand. Die 154 hat zum Beispiel das F. Also wenn ihr euch fragt, wie mache ich das? Das ist alles auf den Index drauf. Also ist eigentlich sehr leicht erklärt. Ich werde euch aber auch noch ein Video zur Anleitung nochmal genauer machen, die Tage. So, hier zum Beispiel das Rot. Das ist der Wahnsinn. Guckt euch dieses leuchtende Rot mal an. Die Steine sind von Spitzenqualität. Also ich sehe da jetzt keine Nasen oder sonstiges. Also keine Dinge, die hochplöppen können. Wie ihr sehen könnt, alles glatt. Gute Qualität, würde ich sagen. Ja, hier seht ihr nochmal das Bild im Ganzen. Und ich verabschiede mich und sage mal bis in den nächsten Tagen, ihr Lieben. Tschüss, eure Annie.